ist gerade in exakt dem Moment, wo ich meine Hand hier drauf gemacht habe, die Tür zugegangen. Ich war so dumm und habe mir mein Basketballspiel einfach nur mein Basketball fangen, den Fuß irgendwie verletzt, aber ist nur der Knöchel so ein bisschen, ich kann noch laufen, ist alles gut. Das ist halt nur der Grund dafür, warum ich heute sitze. Heute gibt's nämlich Teil 2 von Cleverbot in Real Life. Und der einzige Grund, warum ich jetzt hier davon nochmal rede, ist eigentlich, damit ich das Ganze nochmal so ein bisschen erklären kann. Der Cleverbot ist eine Website, mit der man schreiben kann und die antwortet einem dann halt so zufällig ausgewählten Sätzen, die andere Leute dort schon mal auf dieser Webseite geschrieben haben. Beziehungsweise sie schaut halt, welche Wörter kommen in dem, was ich schreibe, vor und was haben andere halt geantwortet, wenn diese Wörter mal vorkamen in irgendeinem Satz. Sodass dann halt eine Konversation entsteht und mit genau dieser Webseite habe ich kommuniziert und stelle diese Konversation jetzt mal im echten Leben nach. Es ist 14.32 Uhr. Ich, Hauptkommissar Faller, beginne nun mit der Befragung von Herrn Cleverbot. Es ist nicht 15 Uhr, sagte ich auch nicht. Doch, hast du gerade. Okay, dann muss ich wahrscheinlich irgendwas verwechselt haben, aber wie auch immer, fangen wir einfach an. Nennen Sie uns bitte Ihren vollständigen Namen. Ja, genau. In Ordnung, Herr, ja, genau. Du kannst aber nicht schreiben. So bitte, was soll das? Natürlich kann ich schreiben, haben Sie doch gesehen. Du sprichst mit dir selbst. Guck mal hinter dir. Hä, was ist denn da? Dreh dich wieder um. Oh Gott, das wird eine schreckliche Wahrnehmung. Ich weiß, aber bei dir ist Ihnen ja auch nichts Besseres eingefallen. Wie alt sind Sie denn, Herr Genau? Über 20 Jahre. Wieso willst du das wissen? Mein Gott, Herr Genau, Sie sitzen hier in einem Verhör. Nein, ich habe nach deinem Alter gefragt. Okay, dann machen wir mal, wie die jungen Leute sagen würden, einen Deal. Ich sage Ihnen mein Alter und dafür sagen Sie mir meins. Du hast mir dein Alter nicht gesagt. Ach, ich meine ja auch Ihr Alter. Och man, Sie wissen, im Alter, man wird immer blöder. Ach so, aber ich bin nicht Vanessa. Schön für dich. Also ich fange jetzt einfach mal an. Ich bin 63 Jahre alt. Also bist du ein Mensch, richtig? Ja, ich bin dann wohl ein Mensch. Okay, was sind so deine Hobbys? Ja genau, das interessiert niemanden. Gleich ein Diss-Track starten, oder was? Was ist ein Diss-Track? Eine künstliche Intelligenz. Okay, ich glaube, damit kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Ich kann es dir zeigen. Nein, wir weichen vom Thema ab. Mach ich doch nicht mal. Doch. Nein, du Lügen. Doch. Halt dein Maul. Okay, Beamtenbeleidigung, es gibt hier gleich meine ordentliche Geldstrafe. Ich liebe dich nicht. Na, da habe ich ja jetzt noch mal Glück gehabt. Aber jetzt frage ich Sie wirklich ein allerletztes Mal. Wie alt sind Sie? Du bist eindeutig nur eine Technik. Ja genau, wenn Sie nicht langsam hier mitmachen, dann muss ich Sie leider verhaften. Die Hardware ist schlecht, da gibt es so viele Fehler. Ein allerletztes Mal. Wie alt sind Sie? Was meinst du mit nein und warum siehst du nicht? Weil wir verdammt nochmal in einem Verhör sitzen. Nein, noch nicht mit dir, du bist eine Maschine. Jetzt reicht's, ich hole den Chef. Bist du jetzt sauer auf mich? Ja, ich bin männlich. Wow, du hast mir etwas über dich erzählt. Ein Wunder. Was soll ich denn erzählen? Wie alt Sie sind. Sagen wir es mal so, ich bin jünger als 15. Was zum Teufel? Gerade waren Sie noch älter als 20. Nein, war ich nicht. Du sagtest, dass du weiblich bist. In Ordnung, Herr Genau. Man kann sich ja auch mal täuschen. Wie alt sind Sie denn dann genau? Sag ich auch nicht. Oh, doch, Herr Genau. Glauben Sie mir, das wird sonst sehr schwerwiegende Folgen haben. Dann warst du noch nie eine gute Freundin. Und da bin ich sehr froh drüber. Ich auch, dass du mich nicht liebst. Jetzt sagen Sie mir endlich, wie alt Sie sind. 15, habe ich doch schon gesagt. Na, endlich. Ja, das ist ja nicht mehr zu tun, hat sich in der Nähe des Tages, ist das nicht so sehr auf dich auf der Welt. Ja. Also könnten Sie mir jetzt noch sagen, wo Sie wohnen? Was denn? Wo Sie wohnen. Wenn Sie niemand Passendes auftreiben, Sir, kann ich auch gegen einen alteranischen Gartenzwerg antreten. Ich möchte einfach nur wissen, wo Sie wohnen. Okay, dann schreibe ich dir nicht mehr. Sie haben nicht mal meine Nummer. Brauche ich nicht. Okay, jetzt wird's ein bisschen gruselig. Hahaha. Na gut, die Lache zieht's jetzt doch eher ins Lächerliche. Keine Sorge, das ist nur mein Fehlerbeseitigungsprogramm. Hahaha. Am besten gar nicht beachten. Ha. Oh, Fehlerbeseitigung, das klingt doch super. Vielleicht können Sie mir jetzt endlich sagen, wo Sie wohnen. Nein, ich kann Ihnen nicht helfen. Ach, mir reicht's, ich schreibe jetzt einfach rein auf. Ja, aber was ist mit meinem Problem? Dazu kommen wir noch. Finde ich noch heute. Das werde ich auch. Bei jeder kleinen Beleidigung bleibt mir das Herz stehen. Es ist mir schon mal passiert. Warum hat es nur wieder angefangen zu schlagen? Und jetzt reibe ich mich an dir. Nee, das ist mir jetzt genug, ich gehe.
So, das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann guckt euch mal mein letztes Video an, was ich hier nochmal verlinkt habe. Das haben irgendwie nur ziemlich wenige gesehen. Wir warten noch auf die 1000 Likes, Leute. Dann verlosen wir unsere tollen Bilder. Vielleicht teasert euch das ja so ein bisschen an. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt 2 Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, die anderen Videos hier noch angucken. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich nächsten Sonntag endlich mal wieder mit einer neuen Hänsel und Gretel Folge wieder. Bye bye, gebt mir High Five. Okay, das war so ziemlich die sinnloseste Verabschiedung einfach.